Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, da ich so ein Video in der Art noch nie gemacht habe. Und zwar, wie ihr im Titel schon gesehen habt, TikTok Made Me Buy It. Und zwar habe ich Sachen bestellt, die ich auf TikTok angezeigt bekommen habe, also Werbungen angezeigt bekommen habe. Habe die Sachen bestellt und alles ist angekommen bis auf eine Sache bis jetzt. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich jetzt, die Sachen auszupacken. Einige Sachen davon wollte ich schon länger ausprobieren. Und zwar seht ihr die Werbung von der ersten Sache. Und zwar ist das ein Set für Polygel. Ich habe allerdings nicht das Set bestellt, was mir dort angezeigt wurde, weil ich hatte halt mega Angst, dass ich was bestelle und das niemals ankommt. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich das nicht direkt dort bestellt, sondern dann halt bei Amazon bestellt. Aber ich setze euch trotzdem alle Links in die Infobox und ich habe halt extra was bestellt, was halt gute Bewertungen hatte. Und zwar ist das dieses Pink Nail Extensions Gel Kit. Es ist wie gesagt ein Polygel Kit und wie ihr seht, habe ich auch schon meine Nägel gemacht. Heute ist mir der erste abgebrochen, das ist jetzt auch das Gute. Ich kann euch schon eine kleine Review zu diesem Produkt hier geben. Das ist halt ein Set, alles drin, was man so braucht. Da sind diese Dualformen drin, da ist das Gel drin, das ist halt einfach alles drin, was man so braucht. Ja, ich würde sagen, ich spiele euch jetzt einfach mal alles ab, was ich bis jetzt schon aufgenommen habe, an dem Tag, wo ich meine Nägel gemacht habe. Hello, oh mein Gott, ich bin so excited. Erstmal, wie sehe ich eigentlich aus? Nee, das kann ich nicht mehr retten hier. Oh, ist doch auch wurscht, Leute. Es ist wurscht, es geht nicht um meine Haare, es geht um meine Nägel, okay? Also Intro war ja sowieso schon ein anderes. So gespannt, das liegt schon seit ein paar Tagen. So sieht das aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal an diesen Punkt in meinem Leben komme. Aber Leute, dieser Nagel ist mir abgebrochen. Er hat nicht wehgetan und nichts. Also ich habe es nicht mal gemerkt, dass er abgegangen ist. Auf einmal war da kein Nagel mehr. Und meine anderen Nägel sehen ja so aus und die sind halt extrem rausgewachsen, ne? Wie das aussieht! Nee, irgendwie nicht so. Und ihr wisst, ich bin ja eigentlich mit meinem Nagelstudio, wo ich hingehe, immer sehr, sehr zufrieden. Allerdings habe ich in letzter Zeit, oder eigentlich schon immer gehabt, aber in letzter Zeit noch viel schlimmer, eine sehr, sehr, sehr sensible Haut. Also bei jedem kleinsten... Bei jeder kleinsten Gelegenheit reißt meine Haut oder nicht unbedingt reißt, sondern zum Beispiel, wenn ich mit Kartons hantiere, dann habe ich direkt einen Riss, beziehungsweise einen Schnitt, einen Kratzer, blute direkt. Und das ist halt auch so im Nagelstudio jedes Mal. Und das liegt nicht an der Nagelfrau, sondern es liegt wirklich an meiner Haut. Dass ich jedes Mal irgendwo blute und meine Haut hier verletzt ist und sowas. Wie gesagt, das liegt einfach an meiner Haut. Deswegen dachte ich mir, mache ich lieber oder ich versuche meine Nägel mal alleine zu machen in Zukunft. Ist es eine blöde Idee? Ich glaube schon. Werde ich es trotzdem ausprobieren? Ich denke schon. Ich bin sehr gespannt, weil in den Videos sieht es immer so easy aus. So richtig easy peasy. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt so geschickt jetzt bin, immer so Nägel selber machen. Deswegen, I hope. Vor allem, ich muss gleich erstmal meine ganzen Nägel runterfeilen, ne? Ich finde alles sehr, sehr cute verpackt, muss ich sagen. Ich habe gar keinen Bock da drauf, Leute. Ich habe mir aber extra vor ein paar Wochen schon diesen Knipser gekauft bei DM, damit ich alle Nägel erstmal abmachen kann. Meine Finger sehen einfach aus, als wäre ich ein 10-jähriger Junge. Ich hasse das, weil die so ein bisschen dick sind, ein bisschen klein. Und wenn meine Nägel so lang sind, dann habe ich das Gefühl, macht es meine Hand femininer und so. Natürlich, wenn die schön aussehen und nicht so wie jetzt rausgewachsen, sondern so, das verlängert meine Hand und... Das steht mir dann mehr, habe ich das Gefühl. Okay, hier ist alles Englisch, ich verstehe gar nichts. How to use und dann einfach so ein YouTube-Link. Sieht eigentlich echt leicht aus. Ich hoffe, man kann jetzt alles gut erkennen. Ich bin jetzt fertig mit dem Feilen. Ich habe das wirklich so gut es ging jetzt alles runtergefeilt. Natürlich nicht alles, damit mein eigener Nagel nicht beschädigt ist. Aber ich finde, ich habe das schon eigentlich echt gut runtergefeilt. Und jetzt starten wir. Ich bin ganz gespannt. Ich habe ja hier diese Anleitung. Und ich habe auch noch ein YouTube-Video dazu angeguckt mit diesem Link hier. Das Video hat einfach 200.000 Aufrufe. Und die Nägel, die sie gemacht hat, sahen so schön aus. Ich habe das nicht ganz gerafft, weil die Anleitung von hier zu der Anleitung da ist ein bisschen anders. Ich werde das auch nicht genau zeigen. Deswegen, wenn ihr ein richtiges, genaues Tutorial haben wollt, wie man das macht oder wie ich das mache. Ich muss halt selber erstmal gucken, wie ich damit klarkomme. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich hoffe so sehr, dass es einfach kein Fail wird. Und ich suche mir jetzt diese passenden Tipps hier aus. Die passend zu meinem Nagel sind. Und dann geht es auch schon los. Und ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, ich muss mir safe noch einen Fräser bestellen. Damit ich... ja, das besser und genauer alles machen kann. Vor allem, ich habe auch noch nicht verstanden, ob man
danach den Tipp wegschmeißen muss oder ob man den wiederverwenden kann. Habe ich noch nicht so ganz gerafft. Aber ja, ich bin gespannt. Und ich lasse sie, glaube ich, auch so lang, wie der Tipp ist dann im Endeffekt. Sticks and stones may break my bones, but your words can't hurt me. No, you just can't hurt me. No, I ain't been right more than I've been wrong, and it still can't hurt me. No, it just can't hurt me. No. So, friends, my nails are done. Also, was soll ich euch sagen? Ein paar Nägel sehen echt eigentlich ganz gut aus, aber ich mag das nicht, dass die so krass nach unten gehen. Normalerweise meine Nagelfrau macht mir das dann immer so, dass die Nägel halt schön gerade sind und nicht so. Und ich habe die ja schon ein bisschen kürzer gemacht, als sie normalerweise sind. Also, das ist noch sehr weit von dem entfernt, was mein Anspruch an meine Nägel ist. Also, das sind vielleicht 20% von den 100%, die ich meine Nägel gerne hatte. Von Weitem sehen die echt fresh aus eigentlich, wenn man nicht wirklich drauf achtet, wie die wirklich aussehen. Aber so, die sehen, erstens sehen die aus, als wären die einfach aufgeklebt. Zweitens gefällt mir die Form nicht. Drittens gibt es hier so ein paar Macken, wo Luft dazwischen gekommen ist oder halt die Ränder, dass das kacke ist. Sieht teilweise aus, als ob das einfach so 1 Euro aufgeklebte Nägel sind. Aber wie gesagt, von Weitem und fürs allererste Mal ist es in Ordnung. Wir wollen ja auch nicht zu streng mit mir sein, ne? Es hat aber Ewigkeiten gedauert. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich meine Nägel gemacht. Es war wirklich ein Kraftakt. Also ich habe wirklich 5 Stunden oder so gebraucht. Oder sogar noch länger. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte keinen Fräser. Jetzt hat mir Nadine ihren Fräser ausgeliehen. Das heißt, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall nicht so lange dauern. Und mein Fazit ist, ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben. Ich weiß nicht, warum der mir heute abgebrochen ist. Ich habe es nicht mal gemerkt. Also ich habe den noch nicht gefunden, den Nagel. Deswegen, ich werde die Haltbarkeit noch testen. Normalerweise trage ich wirklich so 4, 5, 6 Wochen meine Acrylnägel und ja, trage die dann und da bricht doch nichts ab. Deswegen weiß ich nicht, warum das heute direkt abgebrochen ist. Es war auf der Arbeit. Ich werde es, wie gesagt, nochmal testen. Ich werde ihm noch eine Chance geben. Ich werde nochmal eine komplette neue Modellage machen. Das war the first one. Und ich wollte das halt schon länger ausprobieren, dieses Polygel. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar Lounge Underwear. Das ist ja eine Underwear-Brand, eine Unterwäschenfirma, die es halt schon öfter auf Social Media gibt. Ich selber habe auch schon mal mit denen geschrieben. Es ist keine Werbung oder keine Zusammenarbeit entstanden. Und ich weiß halt bis heute nicht, wie die Quality ist. Das Paket ist bestimmt schon seit 2 oder 3 Wochen, liegt das hier bei mir rum. Und ich bin so gespannt. Ich habe halt nur Basics bestellt. Aber ich werde es jetzt öffnen. Ich bin so gespannt. Weil ich finde, die Sachen sehen immer so schön aus in den ganzen Werbungen von den ganzen Bloggern. Einfach so voll die Mini-Dinger. Die hatten auch irgendwie das 7-jährigen Geburtstag oder so. Deswegen gab es halt Prozente. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Ich habe zum Beispiel dieses Mix and Match gemacht. Also ich glaube 4 Höschen für 37 Euro. Und dann gab es noch ein Set auch für relativ günstig. Also ich habe insgesamt um die 60 Euro bezahlt. Ich muss sagen, das sind ungefähr Victoria's Secret Preise bzw. Hunkemöller Preise. Also jetzt nicht, also wenn die Quality richtig gut ist, dann sind die Preise auch irgendwo gerechtfertigt. Zumindest jetzt mit den Rabatten. Ich kaufe bei Victoria's Secret oder bei Hunkemöller auch meistens nur einmal die Angebote haben. Ich habe, glaube ich, noch nie so direkt Unterwäsche in die Kamera gezeigt. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Vor allen Dingen auch die Größen weiß ich auch nicht, wie die sind. Ich habe auch alle in Größe M bestellt, soweit ich weiß. Das ist schon mal 100% recycled Plastik. Okay, das sieht echt big aus. Es sieht very, 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 very big aus. Okay. Erster Eindruck ist eigentlich... Boah, aber ich glaube, die werden viel zu groß sein. Hä? Nummer 2. Boah, das ist richtig... Ein richtig, richtig schweres Material. Also richtig dick. Also so ein Höschen in der Art habe ich noch gar nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben, was das für Material ist. Das ist schon ein krasses Material. Ja, auch M. Das wirkt mir schon ein bisschen kleiner von der Größe. Dann Next. Das hat auch irgendwie ein bisschen so... Also das Material ist schon krass, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe noch nie Unterwäsche
der Hand gehabt, die sich so gut angefühlt hat. Ich bin gerade wirklich, also for real, ich bin gerade echt überrascht. Das fühlt sich so schön an. Das ist auch nochmal ein bisschen anders als das. Ich bin gerade überrascht. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die halten, beziehungsweise ob die schnell kaputt gehen, Löcher, wie auch immer, weiß ich nicht. Nähte aufplatzen oder sonst was. Das kann ich natürlich bis dato noch nicht sagen. Aber, wie gesagt, mein erster Eindruck. Also ich dachte wirklich, das wäre eine nächste Influencer-Marke, die einfach mega überteuert ist. Muss man leider sagen, dass die meisten, also fast alle Influencer-Marken oder Instagram-Firmen zu teuer sind. Die Produkte sind gut, keine Frage, aber zu teuer. Und deswegen dachte ich, das gehört auch dazu. Aber also erster Eindruck ist krass. What's going on? Bitte laut on the way, könnt ihr mit mir arbeiten? So, und dann habe ich hier noch ein Set. Das ist einmal das hier. Schöne Farbe, schöne Form. Auch das fühlt sich wieder so gut an. 90% recycelt Polyamide, 10% Spandex. Ich kenne mich halt gar nicht damit aus so. Ich weiß nur, das fühlt sich unfassbar weich an. Ich habe zum Beispiel das letzte noch zwei Strings von C&A gekauft. Die waren auch ganz gut, also die gefallen mir auch echt gut, aber das kann man gar nicht vergleichen mit diesem Material. Und jetzt kommen wir zu dem einzigen Oberteil. Und da zum Beispiel, das fand ich auch richtig gut, da konnte man halt so richtig sein Maß herausfinden. Bei mir war das zum Beispiel Small Plus, also S Plus. Das bedeutet, dass du einen kleinen Umfang hast, aber eine relativ große Oberweite. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Ich werde das jetzt auch mal anziehen für euch. Gucken wir mal, wie das aussieht, weil das sieht echt klein aus. Das sieht irgendwie so aus, ob meine Boobs nicht da reinpassen. Ich bin nicht krass. Ich kann nicht richtig reden. Mein erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ja, also wie ihr seht, ist es ein bisschen knapp bemessen. Kommen wir zu dem Online-Shop Cider. Ich glaube, er wird Cider ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass der französisch Cide ausgesprochen wird. Ich glaube, er wird Cider ausgesprochen. Und zwar kriege ich schon seit Monaten, wirklich seit Monaten auch auf Instagram immer wieder Werbung von denen angezeigt oder vorgeschlagen. Und die Klamotten sehen richtig gut aus. Dann habe ich ein Video von Alicia Marie gesehen, die auch so ein Format gemacht hat. Und sie hat dort bestellt und sie war richtig begeistert. Allerdings habe ich auch von Naomi John ein Video gesehen und die waren gar nicht begeistert. Deswegen weiß ich nicht, aber ich habe dort bestellt. Das eine Paket kam heute noch an, also ich habe zwei Pakete bekommen. Es ist nicht beim Zoll gelandet. Der Versand von dem ersten Paket ging relativ schnell, ich glaube eine Woche. Das kam jetzt, glaube ich, nach 2,5 Wochen oder so an. Die Klamotten sehen immer so schön aus bei der Werbung, die mir angezeigt wird. Ah, und auch was die Größen angeht, bin ich auch sehr gespannt, weil irgendwie, glaube ich, das wird alles... Also ich habe überall L bestellt, weil ich glaube, die Klamotten fallen richtig klein aus. Dann ist alles in so einem Zipbeutel. Das war bei Alicia Marie im Video auch so. Oh mein Gott, ich hoffe, die Sachen sind schön. Oh Gott, ich freue mich. Ich hoffe, die Klamotten passen. Okay, ich bin gespannt. Es ist ein Kleid. Ein sehr cutes Kleid. Cute, cute, cute. Ja, also es fühlt sich jetzt nicht... an wie das krasseste Kleid meines Lebens. Also auch sehr dünn vom Stoff. Aber es sieht süß aus. Also sieht schön aus. Und von der Größe könnte es mir, glaube ich, auch gut passen. Ich habe halt for real überall L bestellt, weil ich einfach so Angst hatte, dass es nicht passt. Hier ist auch ein Reißverschluss mit bei. Dann, next one. Für diese Bestellung habe ich, glaube ich, auch knapp 60 Euro bezahlt für die 4 Teile. Also es war relativ teuer. Also was heißt teuer, aber auch nicht günstig. Das ist auch ein Kleid. Okay, hier muss ich sagen, es sieht relativ breit aus. Also ich weiß nicht, ob mir das nicht zu groß sein wird. Next, ein Samtkleid. Sieht auch voll groß aus. Die Maße, die waren so klein da angegeben, dass ich halt überall so größer bestellt habe. Und das letzte ist ein Oberteil. Das ist nämlich eine Bluse. Und ich fand die Farbe richtig schön. Matcht das zu meinen Haaren? Und die ist halt so cropped und kann man unten halt so schnüren. Also fand ich richtig cool vom Style. Irgendwie nicht so ganz. Das ist halt echt groß. Hä? Also so an sich finde ich es echt cool. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie man das hier unten bindet, ehrlich gesagt. Nee, das habe ich sogar ein Size M bestellt. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht, wie man das bindet. Vielleicht kann ich das doch irgendwie so hinten binden oder so. Oh, ich finde es hübsch. Hier hätten wir einmal das erste Kleid. Ich weiß nicht, ob man das sieht gerade. Hier sieht man das. Das Kleid ist nicht so lang. Deswegen glaube ich, wenn ich jetzt ein S oder so bestellt hätte, wäre das viel zu kurz. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Platz noch in dem Kleid. Aber es ist, glaube ich, ganz gut und ich finde es eigentlich auch echt schön. Und gerade hat die Schwester von Alex mir gesagt, ich aussehe wie Ariel.
mit meinen roten Haaren zu grün. Hier ist aber das nächste Kleid. Erster Eindruck ist gutes Kleid. Also von der Größe ist es doch gar nicht so breit. Also ja, ich habe auch gut Platz hier drin. Aber dann kann man gut auch am Strand was essen. Und der Bäuchlein hat Platz. So, fühlt sich auch gut an. Das Material ist schön. Oh, ich glaube, das ist elektrisch. Und hier haben wir einmal das letzte Kleid. Auch das sieht richtig cute aus. Auch von der Größe ist es super. Also auch hier, ich habe Platz. Aber das ist schön. Vorne sieht es auch schön aus. Für mich von der Quality von den Sachen, also ich bin von keinem Teil enttäuscht. Das ist für mich aber trotzdem so wie jeder andere Online-Shop, wie Shein, Pretty Little Thing, Fashion Nova oder so. Also ich würde jetzt keinen... Also wenn man mir gesagt hätte, was denkst du, von welchem Store das ist, hätte ich jetzt nicht gewusst, von welchem Store das ist, ne? Also nichts Besonderes, aber trotzdem gut. Also ich bin zufrieden. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen übrig. Die eine Sache ist leider immer noch nicht angekommen. Deswegen werde ich die dann nachträglich noch hinzufügen müssen, noch abdrehen müssen. Aber das eine Teil, es wurde mir so oft auf TikTok angezeigt und ich habe es auch wirklich von da bestellt, auch von der Seite. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wenn dieses Produkt hier klappt, ist das ein absoluter Gamechanger für mich. Deswegen habe ich jetzt auch dieses Kleid angelassen. Ich öffne das hier jetzt auch. Sexy Time. Man sieht das jetzt schon ganz gut. Meine Problematik mit meiner Brust. Ich habe gerade noch ein Sport-BH an und trotzdem. Ich mag das nicht, wie mein Dekolleté so aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Und das hier ist ein BH. BH? Keine Ahnung, ob man das BH nennen kann. Ich bin gespannt. Oh, das ist sehr cute. Verpackt, hör mal. I can't. Hier sind einfach Nippelsticker dabei. Wie süß ist das denn? Es ist ein BH, der die Brust zusammenquetschen soll. Und wenn das klappt, so wie das in den Videos die ganze Zeit aussieht, dann fress ich einen Besen. Das wäre so heftig, weil das ist eigentlich so der einzige Grund, und auch halt in Bikinis, warum ich so voll unzufrieden mit meiner Brust bin. Einfach weil das so, sag ich mal, hängt. Man muss das erstmal hier zusammenbauen. Hier ist die Anleitung dazu. Nichts verstanden. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. So Leute, ich werde mich jetzt umdrehen und mir das irgendwie versuchen reinzumachen. Irgendwie nicht so ganz. Hä? Nee, irgendwas habe ich falsch gemacht. Hallo? Fällt dir was auf? Was ist denn? Das soll die Brüste zusammenquetschen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Also eigentlich soll es so gedacht sein, dass es so macht. Aber irgendwie hält das noch nicht so ganz. Das rutscht so weg bei mir. Vor allen Dingen, das hier ist ja mega unbequem, das hier, diese Scheiße. Oh, scheiße. Was war das? Ja, also von der Theorie ist es ja richtig cool, aber ich glaube, das ist irgendwie kacke. Wäre auch zu schön gewesen, im Bad zu sein. Hä, was ist das? Das habe ich gerade erst gesichtet. Hello, Friends. Es sind ein paar Tage vergangen, denn ich musste noch auf das letzte Produkt warten, was ich bestellt habe. Das ist so eine Bauchweghose. Ich habe mir schon mal sowas in der Art bestellt, aber nicht so bis zu den Oberschenkeln. Habe ich mir von Hunkemöller mal gekauft, aber das hat irgendwie gar nichts gebraucht. Ich glaube, ich habe einfach eine zu große Größe bestellt. Ich öffne jetzt das Paket. Ich habe es auch in M bestellt. Habe ich es in M bestellt? Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch zu groß sein wird. So sieht das Jute-Stück aus. Also das geht wirklich von den Schenkeln bis unter die Brust. Und hier sind dann so Halter, um das Ganze reinzumachen. Ich würde sagen, ich versuche mich jetzt mal da reinzuzwängen. Ist es normal, dass die Mumie frei ist? So, ich habe jetzt die Leiste da zugedingst. Jetzt der Reißverschluss. Jetzt die Träger. Fühle ich mich wie so ein Dings, als ob ich im Kindergarten wäre, so ein Ding tragen würde. Ich glaube, das machen wir auch tatsächlich an die Seite. Ja, so von der Seite sieht es auf jeden Fall snatched aus, ne? Aber ich kann meinen Bauch eigentlich immer noch rauspressen, seht ihr das? Also ich glaube, ich hätte eine Größe kleiner nehmen sollen. Schade. Aber vielleicht kann ich umtauschen. Das sieht man ja durch. Das sieht man durch, hör mal. Ich muss sagen, es macht schon eine Sandro-Figur. Ich weiß nicht, wie das gerade aussehen würde, wenn ich das Ding nicht anhätte, ehrlich gesagt. Aber ihr seht, hier ist der Abdruck. Es ist jetzt auch nicht so bequem, vor allen Dingen nicht in dieser Region hier. Und hinten sieht man auch diese Shorts. Seht ihr das? Natürlich, wenn man jetzt ein anderes Material vielleicht trägt, sieht es vielleicht wieder anders aus. Ich würde dem vielleicht noch eine Chance geben und das Ganze eine Größe kleiner bestellen. Ja, ich gebe noch eine Chance. Ich vertraue. Aber also, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt vollgefressen bin. Nee, auch dann nicht. Irgendwie, das hält nicht.
Das ist mir, glaube ich, einfach zu groß noch. Obwohl das natürlich schon super eng ist. So, Freunde, wir kommen noch zu einem ganz kurzen Fazit. Angefangen mit Lounge Underwear. Meine anfängliche Euphorie ist etwas weggegangen, wie ihr gemerkt habt, aber ich bin nach wie vor zufrieden, vor allen Dingen mit den anderen. Die habe ich dann noch nicht angezogen, aber ich sehe das vom Material. Deswegen weiß ich, dass die anderen auf jeden Fall besser sitzen und halten werden, als jetzt dieser, den ich gerade anhabe. Dieses hier vom Stoff ist sehr locker und labbrig. Ich weiß nicht, ob das an der Größe liegt oder ob das an dem Stoff liegt und bei einer Größe kleiner genauso sein würde. Deswegen würde ich die wegen dem Stoff nicht empfehlen. Die anderen habe ich bislang noch nicht getragen, aber die anderen wirken auch viel enger als das jetzt hier. Ne? Seht ihr, das rutscht auch runter, das bleibt nicht. Der Bra, den ich bestellt habe, der war viel zu klein. Finde ich sehr schade, weil ich habe extra meine Maße angegeben. Also wirklich, dass ich 70E normalerweise bei Hunkemöller zum Beispiel trage. Und da wurde mir auch genau diese Größe empfohlen. Also nur eine falsche Bewegung und meine Brust hängt schon draußen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Der Stoff ist mega geil, aber das, die Größe ist halt kacke. Und das finde ich halt voll schade, wenn man das extra schon so angeben kann und die dann die falsche Größe für einen ermitteln. Mittlerweile sind es 16 Tage her, seit ich meine Nägel gemacht habe. Diese Seite hat komplett gehalten, auch wenn ich die sogar noch viel schlechter gemacht habe als die. Hier sind mir 2 Nägel abgebrochen, der Rest ist auch noch dran. Also muss ich tatsächlich sagen, ich gebe dem Polygel noch eine Chance. Dafür, dass ich das so schlecht gemacht, also was heißt, fürs erste Mal war es okay, aber ne, eigentlich halt so schlecht gemacht habe und auch voll die hier so Abstände und sowas habe, haben die halt schon gehalten, ne, muss ich schon sagen. Dann Cider, der Online-Shop, finde ich auch huge, kann man mit Shein vergleichen. Diese Bluse habe ich auch direkt getragen. Die fand ich wunderschön, auch am selben Abend. Die anderen 3 Kleider wollte ich eigentlich zurückschicken. Einfach weil die waren zwar schön, aber die haben von der Größe nicht so 100% gepasst. Ich habe für mich entschieden, dass ich nur noch Sachen behalte, die ich zu 1000% will. Und nicht nur so, ja, ist ganz schön, kann man machen. Deswegen wollte ich die eigentlich zurückschicken. Und der Rückversand geht eigentlich auch easy. Und ihr habt sogar 3 Möglichkeiten. Das fand ich richtig krass. Die erste ist, ihr kriegt Credits in dem Wert von euren Klamotten auf ein Konto. Also auf euer Cider-Konto gut geschrieben. Und könnt das nächste Mal mit diesen Punkten quasi shoppen. Oder ihr schickt alles zurück, müsst aber, glaube ich, den Rückversand selber bezahlen und dann dauert es halt und die müssen erstmal überprüfen, ob die das genehmigen. Also so mäßig wie bei anderen der Versand meistens läuft. Oder ihr kriegt 50% zurückerstattet. Das waren in meinem Fall 26 Euro und könnt die Sachen behalten. Und habe ich das irgendwie gemacht. Ich denke mir so, ja cool, muss ich nicht zur Post, ich hasse das nämlich. Kriegt die Hälfte zurück und kann die Klamotten behalten. Dachte ich mir so, chillig. Why not? Ich weiß nicht, ob das immer angeboten wird. Ansonsten, ich bestelle demnächst für 400 Euro und will danach angeblich alles zurückschicken. Kriege 200 Euro zurück, kann die Klamotten behalten und habe 200 Euro plus gemacht. Habe 50% nur bezahlt. Nein, keine Ahnung, ob das überhaupt geht. I don't know. Vielleicht war das eine Ausnahme, weil es so ein kleiner Wert war oder so. Ich weiß es nicht. Meine Freundin hat ihn Tittenquetscher genannt. Der war leider ein absoluter Fail. Der war echt kacke. Also ich weiß nicht, ob ich es falsch angewendet habe, falsch aufgebaut habe. Ich habe die Anleitung auch nicht so gut verstanden. Aber bei mir ist es bei jeder Bewegung weggerutscht. Außerdem war es unfassbar unbequem. Deswegen habe ich das meiner Freundin geschenkt. Und ich denke mal, bei ihr wird das echt top aussehen. Also sie hat auch so schöne Brüste, bräuchte das nicht. Aber trotzdem, ich dachte, komm, bevor ich es wegschmeiße, kann sie es ausprobieren. Weil ich konnte es leider nicht zurückschicken. Weil, wenn es gebraucht ist, nicht zurückschicken. Okay. Und zu guter Letzt dieses gute Stück. Weiß ich noch nicht 100%, was ich davon halten soll. Eben wegen den Abdrücken und so, dass sich das so durchzeichnet. Ist natürlich blöd, das will ja natürlich keiner. Aber ich würde es nochmal, wenn es geht, reklamieren und eine Größe kleiner bestellen. Und gucken, wie es dann aussehen würde. Ich fand das Video richtig cool, muss ich sagen. Klar, die Planung hat gedauert. Sehr lange gedauert. Und es hat sehr lange gedauert, bis die Sachen angekommen sind. Ich glaube insgesamt jetzt 3 oder 4 Wochen. Ihr könnt mir ja gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und dann war es das von diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.